Ready? So, und willkommen zurück zum UTA Smash Revenge Turnier. Ja, wir befinden uns gerade in den Loser Semis und sehen jetzt ein Match zwischen Nero und Emre, die schon absolut tatkräftig hier vor sich hin warten. Und da würde ich sagen, ohne großes Rumgelaber, Film ab. Fair Game. Wir sehen die Charakter, die wir schon den ganzen Abend von den beiden gesehen haben, nämlich DK und Ryu. Nichts Überraschendes soweit. Ich bin gespannt, was... Ich kann mir vorstellen, dass es hier ein sehr, sehr aggressives Neutral wird. Also ja. Sehr, sehr viel Schlagabtausch. Auf jeden Fall. Sicher. Ich gehe auch davon aus, dass das Emre mit Ryu ordentliche Tools hat und doch relativ frühe Prozente an DK zu holen. Das sah gerade sehr knapp aus. Oh mein Gott, das war Tatsu. Not too bad, ja. Mit dem Stance gewartet. Schön den Hit bekommen. Und den Kill. Aber bei 100% gegen den Donkey Kong können wir uns eigentlich sicher sein, dass sehr schnell der Revenge-Kill fallen wird. Das auf jeden Fall. Wobei es gerade eher so aussieht, als ob Emre mit seinem Ryu hier nochmal ein paar Prozent rauskitzeln ja. will. Ja, er versucht einfach nach hinten zu dashen und dann wieder zu approachen. Das ist doch ein relativ passiver Playstyle, der gerade folgt in diesen doch relativ hohen Prozenten. Ja, das war der Call hier. Und das war leider der Stock. Aber Emre hat sich ein sehr schönes Lied erspielt. Oh, ich meine, wir haben okay. DK auf 139%, wenn er einfach nur auf 23% chillt. Bei Fernmeile platziert sich gerade unter hinten. Also bis jetzt ist noch nichts passiert, was so out of the ordinary war. Nichts passiert, ja. Was. Oh Gott, er hat Side B gedrückt. Oh. Er wollte ziemlich sicher AB drücken, hat außerdem die Side B gedrückt. Aber bisher ist wirklich noch nichts passiert, was zumindest Hype verursacht. Aber es ist, wie ich gemeint habe, ein etwas aggressiveres Neutral als die wir ja. bisher gesehen haben. Das definitiv. Auf jeden Fall. Weil die Schlagabtäusche kommen schon einer nach dem anderen, definitiv. Und das kann jetzt gleich rein theoretisch schon der Ausgleichskill sein. Nein, nicht ganz. Er hat es zurück auf die Stage geschafft mit dem Ryu. Bin schon gespannt. Ist jetzt einfach wie schnell. Oh. Kann Nero hier den Zock finden und da ist er mit der Backer. 35% ist, na okay, 50% ist dann doch schon ein bisschen was at least. Aber die macht einen Donkey Kong auch ganz schnell und bringt sie ganz schnell zurück. Von daher. Bin ich gespannt. Muss Vorsicht trotzdem walten, ne? Oh, eine schöne Kombo von Emre an der Stelle. Oh, schön rausgegrabt, aber auch rausgemashed. Jetzt geht es hier doch nochmal ein bisschen rasant auf dem letzten Stock. Jetzt sind wir langsam in der Situation, wo jeder nächste Treffer das Game quasi schon entscheiden kann. Der Boom Boom in die Kopfnuss. Nicht schlecht. Das hätte es schon sein können und da ist ein Shield Break. Und das hat das Game entschieden. Das war der Overhead Move von Ryu. Das ist ein Shield Breaker. Also, oder er macht viel Schaden aufs Shield. Sehr, sehr stark. Das soll zu Ende gebracht, aber ein unglaublich knappes Game auch. Ja, dann haben wir den ersten Move für Emre. Sehr schön. Und das ist das erste Game für Emre. Ja. Ja, das ist korrekt. Das erste Game, das wir heute gesehen haben, mit Shield Break. Das stimmt auch, ja. Aber klar, auf einem gewissen Niveau sieht man dann Shield Breaks nicht mehr so oft. Ja. Meines Wissens nach gehen sie wieder Small Battlefield. Jawohl, ja. Es wurde eingeloggt. Jetzt ist die Frage, ob wir einen Switch bei Nero sehen. Er hat vorhin schon mal die Beile gehabert, aber nein, beide bleiben auf ihren Charakteren und wir gehen rein in Game 2. Ja. Das ist gespannt, ein sehr guter Start von Nero. Ja, schon mal gleich eine kleine Kombo rausgekriegt. Jetzt noch ein Grab und ein Kopfnuss hinterher. Ruckzuck sind wir bei knappen 80% und 92. Das sind jetzt bald schon Prozente, wo es zum Kill führt. Und da ist der Spike. Der Down Air Spike. Ist das das Nero das gegen Cosmolon Reboot hier? Oder? Wahrscheinlich. Das wär's. Das
Wäre ein Reboot nach UTA Reboot. Bild. Okay, super. Oh, da war's. Auf die Map zurückzukommen, auf das Set zurückzukommen mit der Side B, aber die wurde geperfect shielded von Emre. Der muss jetzt langsam mal den K.O. finden. Gott sei Dank nicht von der Forward Air getroffen worden. Der Shoryuken reicht nicht ganz aus für den Kill. Okay. Up-Roll into Up-Kill, das ist disgusting. Das Nick lebt noch mit 155%. Das ist ja absolut disgusting. Und jetzt kommt der Kill. Auf Seite von Emre. Aber jetzt hat Nero so einen heftigen Lead. Den kompletten 2-Stock-Lead. Ganz anders als im ersten Game. Er ist um einiges aggressiver nochmal. Und spielt jetzt hier richtig nach vorne. Trotzdem, Emre jetzt nochmal eine kleine Chance. Ein paar Prozent vielleicht. Das Spike auf der Stage, der Upsmash für die Prozente und 130, da kann der Ryo schon demnächst sterben, die Backer. Und noch eine hinterher zum Killen, das ist ein souveräner 2-Stock-Win. Ja, und der Ausgleich in diesem Alter. Game. Da haben wir direkt die Karma-Schelle für den Shieldbreak bekommen. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Ein Hin und Her, beide geben sich ordentlich aufs Maul. Genau sowas wollen wir jetzt sehen, das macht doch einfach nur Bock. Das zeigt auch, dass Nero sein quasi sein Shieldbreak, den er bekommen hat, gerecht hat. Ja, basically. Der Shieldbreak hat ihn einfach sauer gemacht. Er ist in Rage-Mode gegangen. We run it back. DK und Ryo immer noch Small Battlefield, wenn ich mich nicht verschaut habe. Und wir gehen rein in Game 3. Absolut weiterhin gespannt. Right. Frage ist, was wird hier Game Deciding sein am Ende? Wer muss sich wie verändern? Ich glaube, da gibt es nicht viel zu tun. Es ist basically einfach nur, wer das cleanere Neutral spielt. Es gibt hier nicht viele. Die geben sich nicht viel. Also, Reads kannst du natürlich machen, aber es gibt hier nicht viele Fehler zu punishen. Es geht einfach nur darum, wer sich im Neutral zuerst die Advantage erkämpft und sich in eine bessere Position bringt. Und viel mehr geht es hier nicht mehr bei den beiden. Und die Frage ist natürlich, dieses Match wird einem der beiden einen näher zum Setwin bringen. Und derjenige, der dieses Game gewinnt, hat natürlich auch die Mental Advantage dann, um für den Setwin zu gehen. Ja, wir sehen halt. Es geht hier natürlich auch um die Chance, ins Losers Final sich zu spielen. Und im Losers Final in die Top 3 zu kommen. Ja. Also der Gewinner dieses Games wird dann im Losers Final gegen Nightmare antreten und somit automatisch schon in die Top 3 landen. Also es geht hier doch um einige Stakes in diesem Game. Oh, schön getaggt von Emre. Auf den Throw fällt er nicht herein. Wir sind in einer super ausgeglichenen Position. Beide mit, ja, 80-90% auf 2 Stocks. Up Throw. Kein Verlauf. Kein Verlauf. Das hatten wir jetzt nicht so. Okay, boom, boom. Wunderschön. Wieder in die Kopflos. Und jetzt Emre Wenn er die Down behittet, aber kommt gleich die Up-Air zurück. Jetzt sind wir auf einer 1-Stock-Situation. Und wer diesen Stock jetzt holt, der sichert sich den Matchpoint für dieses Set. Und natürlich die Mental Advantage fürs nächste Game, mehr oder weniger. Momentan sieht es besser für Emre aus, aber es muss nichts heißen. Wir kennen die explosive Durchschlagskraft von diesem Donkey Kong. Wir haben sie vorhin schon gesehen. Wunderschön. Und genau das meinte ich mit der Neutral B. Da hat sich Nero eigentlich schon wieder fast den Lead geholt, ne? Unglaublich. Oh. Ja, aber diese kleinen Leads zählen auf dem 1-Stock nichts. Der als nächstes seinen Moves hittet und seine Strings hittet, kann jederzeit hier gewinnen. Ja. Das ist everyone's game. Zu jeder Zeit momentan. Ja, es ist ein Geben und Nehmen, die beiden wirklich Schlag für Schlag. Da haben sie sich gegenseitig reingeherrt in den Shoryuken. Ja, Shoryuken schon wieder Hadouken. Oh, und das ist mit dem Schmerz. Tatsumaki der Set-Win. Der Game-Win. Noch nicht ganz das Set. Emre holt sich ein weiteres mit dem Ryu.
bleiben wir schon mal. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, langsam wird ob das ein Game 5 wird. Ich kann mir vorstellen, dass Emre das jetzt holt, muss ich sagen. Ich glaube, Nero wird langsam müde. Der hat es ja auch ein bisschen wie ich, der mit Pollenallergie und ein bisschen krank in letzter Zeit. Und er hat so viel Games schon wieder, dass ich glaube, der wird langsam müde. Ich kann mir vorstellen, dass er das heute nicht mehr macht. Und Emre hat jetzt den Mental State Advantage. Castlevania. Aber wir haben heute, wie gesagt, wir haben schon alles gesehen. Ja. Es ist alles drin. Ja, noch alles. Also ich hoffe, Nero kriegt wenigstens ein Match. Das Game 5 würde ich mir sehr gerne anschauen. Das wäre Frage. Sehr interessant. Für das Game 5 zu gehen, da hätte ich richtig Bock hier. Ist aus Castlevania, Herr Mertz. Let's try. Wirklich wundervoll. Okay. Der Kopf up ist Up Air. True Combo. Ach ja. Shield ist die Rache. Der zweite Shield Break ist Rache. Und zwar im gleichen fucking Set. Oh! Aber er hat es nicht gescheit gepunished irgendwie. Naja, okay, er hat ein paar Prozente drauf. Knutsche, wie konnte Elgo noch Spot rausschieben? Das war sehr lucky. Ja. Aber wir sehen, Emre will sich jetzt langsam wieder das Ganze zurückkaufen, was er bekommen hat, gerade eben nach dem Shieldbreak. Hat er auch geschafft. Wir haben ja einen Nero, der auf 97% rumsitzt. Wir haben einen prozentualen Ausgleich, den. Das war sehr knapp. Focus Attack hat Emre tatsächlich sehr, sehr den Hintern gerettet. Und der Tatsu hat schon wieder für den... Tatsu hat den Stock geholt. Das ist unglaublich, wie viel Knockback und wie viel Durchschlagskraft der tatsächlich hat. Ja. Das ist sehr, sehr krass. So, und jetzt sind wir an diesem Punkt, den ich meinte, wo Emre einfach mental ein bisschen weiter vorne ist. Jetzt auch in-game natürlich den Lead hat. Und wenn nicht mal sein Stock fällt, dann kann es sein, dass er hier einfach das Game outclaws, aber da ist er! Boom, boom, clap! Boom, boom, clap! Anders kennt man das von Donald. We will rock you! We will fucking rock you! Und es geht aber trotzdem gleich weiter mit Emrys Combo. Also es ist wirklich schnell. Ein schnell Hin und Her. Ohne Pause. Das ist unfassbar. Oh! Ich habe fast schon den SD gesehen. Ich dachte gerade ganz kurz, das ist da schon dieser Clap aus. Bin ich jetzt das gespannt. Sah wirklich knapp aus. Er hat noch einen Jump gehabt zum Glück, aber ohne den Jump, uiuiui, deswegen habe ich mir schon gedacht, was ist er hier tot? Jetzt ordentlich Damage aufs Shield von Donkey Kong bekommen, der Fokus nicht ganz gehittet. Oh, die Mutter auf den Shield. Das hätte sich ausgehen können. Schaut euch das an. Das ist, und das ist nicht mal mehr neutral. Das ist, ich treffe einen Hit, du triffst einen Hit und zwar einfach nur abwechseln. Das ist Tennis. Ist völlig krank. Es ist Tennis, ja. Es geht hin und her hier. Es ist völlig krank. Es ist völlig wild. Und da mit dem Shoryuken der Ausgleichkill. Wir sind in einer One-Stock 0% Situation für beide. Emre mit dem Matchpoint zum Set-Win und Nero mit dem Versuch nochmal Game 5 hier rauszuholen. Jetzt vielleicht mit einem Cheese. Oh! Er kriegt den Cheese. Und damit gehen wir ins Game 5 in diesem Loser Semifinal. Wow! Grundgültiger. Wunderschön. Wundervoll. Oh, bin ich sehr gespannt. Okay, was haben wir jetzt Schönes? Ja, wir gehen wahrscheinlich wieder auf, wir gehen auf die gleiche Stage. Ich glaube nicht, dass hier nochmal wechseln zu sehen sein. Es wird jetzt einfach nur ein absolutes, wer hat die Mental Advantage und wer kann sich in-game besser umsetzen. Game. Wir gehen auf die gleiche Stage, wir gehen locker mit den gleichen Charakteren. Ich habe nichts anderes erwartet. Game fucking 5, here we da go. Gehen wir rein. Jetzt. Jetzt muss nochmal irgendein Highplay. Ich spüre ihn schon. Ich kann ihn riechen. Da kommt irgendwas, was richtig hype wird gleich. Das der T.O. hat gerade geklatscht. Richtig, richtig um den Sack. Ja, einfach in die Fresse. Das kommt jetzt. Ich sehe das. Mit der absoluten Hype-Musik. Das ist ein Tekken-Film, ne? Ich weiß nicht. Das ist Tekken. Tekken kenn ich mich nicht aus. Ah ja, es sieht doch Nee, das hat einfach noch nicht gezeigt. Es ist exakt das, was ich erwartet habe. Es ist ein Hin und Her. Ja. Schon wieder. Klar, 30% liegt auch kleiner auf Emrys Seite, aber der ist in diesem Matchup sowas von nichts aussagend. Ja, genau. Oh, schön.
weil Nero da immer noch sehr viel rausholen kann. Oh. Okay, beide mit der Superarmor am Start. Sehr, sehr knapp. Okay, und den Tatsumaki abgefangen mit der Forward Air. Jetzt ergänzt den Tatsumaki und den Huge Knockback. Der Kill für Emre. Kann Nero den direkt zurückholen, wie vorhin schon ein paar Mal. Nein, nicht ganz. Er frisst erstmal 17%. Okay. Und springt in den Hadouken rein. Da ist die Kopfnuss. Ab Air. Na komm. Und wieder der Hadouken. Ne? Er findet den Zock nicht so schnell wie vorhin. Und jetzt 63% in kurzer Zeit. Jetzt hat Emre einen richtig dicken Lead. Und schon wieder ein Shieldbreak. Der dritte in diesem Set. Und das ist ein Kill. Komplett aufgeladener Forward Smash. Keine Chance. Das überlebt er nicht. Und jetzt hat er noch die fucking 3 Stocks. Nero, komm, jetzt zeig, was du drauf hast. Die einzigen Shieldbreaks sind nur in diesem Set gerade gewesen. Es ist ein absolutes Banger-Set, actually. Und es sind 3 Stück gewesen. Unglaublich. Ein absolut aggressives Set. Wirklich. Und davon kriegen wir Game 5. Ich frage jetzt, kann Nero hier nochmal zurückkommen oder kriegen wir vielleicht sogar einen fucking 3-Stock in Game 5? Das wäre ja völlig wild. Nein, da ist die Kopfnuss. Zum Ausgleich. Jetzt vielleicht nochmal eine Zero to Death hinterher. Das wäre doch der absolute Bringer. Komm. Ein bisschen rein hier rein, aber was? Komm. Der Robot Smash konnte fast schon killen. Das war völlig knapp. Okay, der Grab. Die Neutral Air, die Back Air. Schön. Gefährlich. Und da, komm. Das versucht für den Grab nochmal zu gehen. Die Neutral B gecancelt. Abgewehrt. Unglaublich. Der Hammer. Oh Gott, die Side B. Den Tatsumaki abgefangen. Oh. Boom, boom, clap. Oh. Und die Kopfnuss. Wir sind auf dem letzten Stock. Wow. Er hat ein bisschen Rage dabei mit 113%. Wir sind auf dem letzten Stock. Der Tatsumaki killt noch nicht ganz. Kann Nero hier nochmal was machen? Oder ist das jetzt das Game für Emre? Kommt er nochmal in den Neutral rein? Kommt er aus diesem Disadvantage State nochmal raus? Ja, kommt er! Komm, da ist er! Mit der Grab-Combo! Ich kann sie nicht genau weiterführen! Oh mein Gott! Emre kommt auf die Seite zurück. Wir sind back to Neutral! Ja! Was? Alter! Genau das! Und dann endet es so! Und dann so lässt die. Schade! Oh, ein bisschen zu low gegangen! Aber dann das ist es! Mit dem Ab. Mit dem Air Dodge und der Abi nicht mehr zurückkommen können. Schade, der letzte so close. Punkt! Für aber Ende. Jetzt war es auch gegen Ende nochmal hype! Mann, das super. War das Match, was ich mir erhofft habe! Super, super geiler Scheiß! Oh, mein Mann. Gott! Mann. Und jetzt kommen nur noch Banger Games! Jetzt kommt! Freunde, ihr wisst gar nicht, ihr habt doch vor euch, ihr habt jetzt das Losers Final mit Emre gegen Nightmare, was wir heute schon mal hatten sogar, das Match. Oder? Hatten wir das nicht vorhin? Ich glaube schon. Das war gegen den Simon, natürlich, ja. Was so übel auskämpfen war. Mal gucken, ob Emre da vielleicht adapten kann, vielleicht nochmal irgendwas tun kann. Und dann haben wir ja natürlich auch noch Cosmonaut, der im Grand Final wartet, auf Nightmare oder Emre. Und beide Matches sind absolute Banger, egal was davon wir bekommen. Das dürft ihr nicht verpassen. Deswegen dürft ihr nicht. Deswegen. Müsst ihr. Achtung. Glöckchen, Abo, Daumen hoch. Ihr wisst Bescheid. Nichts mehr verpassen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr, wie gesagt, die Links zu unseren Social Media und zu unserer Website. Instagram, wenn ihr aus Aschaffenburg und Umgebung kommt, Instagram abchecken. Da findet ihr alle Turniere. Kommt gerne mal vorbei. Wenn heute euer Geburtstag ist, alles Gute zum Geburtstag. Und Dankeschön, wirklich. Mit diesen Worten das ist aber nett. Zurück ins Studio. Leute, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Adieu. Bis dann. Cheerio.